Täglich knallte es im Einzugsgebiet der Verkehrspolizei im Bezirk der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Ost 35 Mal. Jeden 11. Tag verlor dabei ein Mensch sein Leben. Das wohl die wichtigste Botschaft von Gerald Vogt bei der Präsentation der Vorjahresunfallverkehrsstatistik. Auf dem rund 1862 Kilometer langen Straßennetz, welches die PD betreut, knallte es 12.815 Mal. Dabei starben 33 Menschen. Für Vogt eine Tatsache, an der gearbeitet werden muss. Tja, wie kann man denn entgegenwirken? Wir haben schon versucht, auch mit Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Sache entgegenzuwirken. Und wir werden das auch für das Jahr 2013 fortsetzen. Ja, das ist sicherlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen seine Wirkung zeigt. Aber man muss hartnäckig daran gehen, die Gesetzesverstöße zu verfolgen. Und ich glaube, dass wir auf lange Sicht gesehen damit Erfolge haben. Der Anstieg der Verkehrsunfälle mit schwerstverletzten und getöteten Personen beunruhigt Vogt. Warum die Zahl angestiegen ist, konnte aber auch er nicht beantworten. Wenn wir dafür schon ein Patientrezept hätten, wären wir schon einen Schritt weiter. Ja, wir sind daran interessiert, jede Möglichkeit auszuschöpfen, um die schweren Unfallgeschehen zurückzudrängen. Aber es gibt nicht den einen oder den anderen Unfallursache. Genauso gibt es nicht die eine oder andere Stelle bei uns im Zuständigkeitsbereich, wo man sagen könnte, das ist der absolute Unfallschwerpunkt. Das wäre einfach zu bekämpfen. Bei uns sind wirklich die Unfälle mit Todesfolge querbeet im ganzen Bereich verteilt, ohne dass man einen territorialen Schwerpunkt erkennen kann. Das ist eigentlich das Schwere in der Bekämpfung dieser Sache. Und noch eine beunruhigende Meldung hatten die Beamten zu verkünden. Immer mehr ältere Menschen bewegen sich mit ihrem Fahrzeug auf den Straßen und verursachen Unfälle. Durch den demografischen Wandel zeigt die Statistik ein leicht verfälschtes Bild. Diese schreibt 580 Unfallverursacher über 75 Jahre aus und 851 Crashpiloten zwischen 21 und 25 Jahren. Wie steht der Polizeipräsident zu dieser Statistik und wie kann man die Unfallzahlen in diesem Bereich senken? Ja, wie wir bereits dargelegt haben, ist es bei den unseren älteren Verkehrsteilnehmern natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Nach unserer Auffassung muss man sie sensibilisieren. Das tun wir auch zum Teil mit Senioren-Sicherheitsberatern, also ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die sich in der gleichen Altersgruppe befinden, dann natürlich auch einen leichteren Zugang haben. Allerdings sind wir auch der Auffassung, dass es ab einem bestimmten Alter, ohne jetzt hier eine Zahl zu nennen, das kann ab 70 sein, auch später, vielleicht sicherlich nicht unbedingt früher, sollte es auch durchaus Tests geben, die auf die Reaktionsfähigkeit, auf das Sehvermögen und das Hörvermögen abstellen. Was eben nicht heißt, dass man alle 3-4 Jahre seinen Führerschein neu machen müsste. Das ist damit ja nicht gemeint, sondern dass man eben die Dinge, die wichtig sind für die Teilnahme am Straßenverkehr, auch überprüfen lässt, weil man ja nicht nur sich, sondern auch andere möglicherweise dadurch gefährdet. Besonders begrüßt Schulze den Führerschein mit 17. Hier hat sich das Fahren unter Aufsicht durchaus positiv entwickelt. Das ist sicherlich ein Erfolgsmodell, das kann man so sagen. Wir haben ja einen deutlichen Rückgang der Unfallverursacher zwischen 18 und 21, der eben nicht nur auf den sogenannten demografischen Wandel zurückzuführen ist. Natürlich haben wir in diesem Bereich weniger Menschen, weniger junge Frauen und junge Männer. Das ist ein Grund, aber es ist auch eine Relation, die geringer geworden ist, die deutlich geringer geworden ist. Und das führen wir auch unter anderem auf dieses begleitete Fahren mit 17 zurück. Und da können wir wirklich sagen, das ist ein Erfolgsmodell. Und noch einen Erfolg zeigt die Statistik. Die jungen Beamten, die mehr und mehr in die Dienststellen rücken, können Drogendelikte bzw. das Fahren unter Drogeneinfluss deutlich besser erkennen. Und so konnten 197 Verstöße in Sachen Drogenfahrten aufgedeckt werden.